tut mir leid, aber das muss alles warten, bis ich aus München zurück bin. Ich kann ja mal in der Klinik nachfragen, ob die noch ein paar alte Praxisausstattungen im Keller stehen haben. Gute Idee. Ja, und Barbara könnte doch den Laden übernehmen, jetzt wo sie wieder da ist. Gern, solange ich nur hier wohnen bleiben darf. Und ich kann die Kleine mit in den Kindergarten nehmen. Ich? Ja. Ich will aber nicht in den Kindergarten. Ja, Moment, soll das heißen, dass ich jetzt doch ins Pfarrhaus muss? Im Moment sehe ich da keinen anderen Ausweg. Bitte, Ingrid, Gina zuliebe. Ingrid. Ingrid, warte! Also sowas hätte es hier alles früher nicht gegeben. Felicitas! Oh, Frau Laban! Schwester, könnte ich Sie mal unter vier Augen sprechen? Ja, sicher. Was gibt es denn? Es geht um Herrn Wöller. Dann gehe ich eben ins Pfarramt. Ingrid, ich will nicht, dass du sauer bist auf mich. Aber ich kann nichts dafür. Doch, kannst du. Und das alles nur wegen einem Mann, den du sowieso nicht haben kannst. Nicht haben darf. Ach was, mach dir doch nichts vor. Er hat sogar Visitenkarten drucken lassen. Stahlstich auf Bütten. Wolfgang Graf Wöller. Ingrid, warte! Und in Schulden will er sich auch noch stürzen, weil er diese vergammelte Burg seiner Ahnen erwerben will. Und das alles nur wegen dieser Frau. Naja, mir soll's recht sein. Dann lässt er uns vielleicht eine Weile in Ruhe. Ja. Eigentlich liebt er diese Frau ja gar nicht. Das macht er doch nur, um sich und Huber zu beweisen, wie unwiderstehlich er ist. Und dabei macht er sich lächerlich. Und im Rathaus bleibt alles liegen. Ja, aber was soll ich da jetzt machen, Frau Laban? Ihm einen Eimer Wasser über den Kopf schütten? Nein, mit ihm reden. Oder mit dieser Freifrau von Blauen. Die nützt ihn doch nur als billige Autowerkstatt aus. Letzte Woche waren es die Ventile und jetzt kriegt sie eine 12-Kanal-Stereoanlage. Geschenkt! 12-Kanal? Ja, damit holt man die Vögel vom Himmel. Naja, gut, ich kann es immer versuchen, aber versprechen kann ich nichts. Toll! Das erspart mir einen Weg. Guten Morgen, die Damen. Morgen, Herr Meier. Ich habe hier die Liste mit den Schuhgrößen von den Kindern. Und wo kriegt man Steppschuhe? Im Sportgeschäft, am Neuen Markt. Ich habe mit Herrn Schober schon alles besprochen. Werden Sie mit ihm reden, Schwester? Ja, aber ich muss jetzt wirklich los, Frau Laban. Wiedersehen. Wiedersehen. Na, was die wohl kosten werden. Ja, also jetzt machen Sie mal einen Punkt, Herr Meier. Bei Ihren 100.000 an Lottogewinn? 132.044 Cent. Und 20.000 hat mir Oma schon abgeknöpft für Ihren Dachschaden. Ja, aber Sie haben es der Schwester doch versprochen, oder? Ja. Seit ich so viel Geld auf dem Konto habe, habe ich schlaflose Nächte. Naja, Geld allein macht eben nicht glücklich. Seien Sie froh, dass Sie keine Millionen gewonnen haben. Dann könnten Sie nämlich tagsüber auch nicht mehr schlafen in Ihrer schicken Wachstube. Sehr witzig. Warten können die Leute im Flur. Und hier könntest du deine Beratungsstelle einrichten. Man müsste nur die alten Möbel ausräumen und vielleicht die Wände neu weißeln. Wenn es überhaupt so weit kommt. Wie ich die Mutter Oberin kenne, bläst sie das Ganze wieder ab. Ach, Felicitas. Entschuldige. Es ist wunderbar. Hier kommt der Behandlungstisch hin. Hier vom Fenster mein Schreibtisch. Da eine Liege. Und hier ein Schrank. Siehst du? Grüß Gott. Guten Tag. Ist Schwester Hanna im Haus? Oh nein, die ist leider in München. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Nein. Aber kann ich hier vielleicht auf Sie warten? Ja? Mir geht's nicht so gut. Ja, selbstverständlich. Kommen Sie doch rein. Woher kennen Sie Schwester Hanna? Aus Berlin? Nein. Von hier, von der Schule. Ich arbeite hier im Sekretariat. Kommen Sie doch. Jetzt hör auf zu jammern, Hermann. Gefängnis, du. Ihr geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und diesem Kaplan, der dich verpfiffen hat, werde ich höchstpersönlich die Soutane über den Kopf ziehen. Das verspreche ich dir. Notfall spreche ich mit Bischof Rossbauer. Okay, über deine Million reden wir noch, ja? Frau Laban, machen Sie umgehend einen Termin mit Bischof Rossbauer, bevor dieser Immobilienhaine auftaucht. Und dann bin ich für den Rest des Tages außer Haus. Wo bleibt mein Kaffee mit zwei Stück zu? Okay. Frau Laban!
nee. 17 nach. Na, Sie haben es nötig. Sie sind ja gar nicht mehr im Büro, seit Sie blaues Blut in Ihren Adern vermuten. Das heißt, Ihr Vermuten, das ist eine historisch belegte Tatsache. Ja, und eine Tatsache ist auch, dass Ihrem sogenannten Vorfahr der gräfliche Adelstitel wieder aberkannt worden ist. Gut, dass Sie das erwähnen. Schauen Sie mal in der Post nach, ob der Süddeutsche Adelsverband reagiert hat auf mein Anschreiben. Nein. Wieder nicht. Haben Sie den Brief überhaupt weggeschickt oder sabotieren Sie mich schon wieder? Vergessen Sie doch die Geschichte. Es gibt doch wirklich Wichtigeres zu tun. Was ist zum Beispiel mit den Maßnahmen zur Ankurbelung des Tourismus, die Sie den Hotel- und Gaststättenbetrieben zugesagt haben? Ankurbelung des Tourismus, ja. Aber wie, Frau Laban? Ja? Was hat denn unser Kaff schon zu bieten? Außer schlechtem Wetter und ein paar vergammelte Fachwerkhäuser. Das Heimatmuseum, das Wellenbad, die hervorragende heimische Küche, Streichelzoo, endlose Wanderwege. Ja, ich meine, das haben die anderen auch. Die haben aber die schöneren Namen. Freudenstadt, Busenbach, Weinheim, Esslingen und wir brillieren mit Kaltental. Das ist immer noch besser als Pforzheim, oder? Darmstadt. Wenn Ihnen schon nichts einfällt, dann beauftragen Sie doch einen Werbeberater, statt Ihr Geld für dieses Gutachten vom Kloster zum Fenster rauszuwerfen. Jetzt halten Sie hier keine Volksreden, machen Sie mir einen Termin mit Bischof Rossbauer, möglichst heute Vormittag noch, und dann rufen Sie die Frau von Blauen an und fragen Sie, wann es ihr recht wäre, dass ich den Wagen vorbeibringe. Ja, und wo bleibt überhaupt dieser Immobilienheini? Fassen Sie mal nach. Nicht, dass da irgend so ein dahergelaufener Bürgerlicher kommt und mir meine Burg vor der Nase wegschnappt. Rathaus Kaltental Labern? Einen Moment bitte. Der Herr Baumgartner für den Grafen Wöller. Mein Gott, das habe ich ja ganz vergessen. Ernst, ja. Du, das klappt heute Abend leider nicht. Ja, 100 Jahre Kaninchenzüchterverein hin oder her, aber. Das kannst du nicht machen, Wolfgang. Du hast es. Sag mal, und welche Band spielt? Die Holzhacker Bierblasen. Also ich kann nicht. Ich meine, ich kann doch nicht tanzen. Aber ich schicke dir den Lehmann. Das ist ein wunderbarer Tänzer. Und der hört sich gerne reden. Und der macht überhaupt alles viel besser als ich. Sorry. Also, das nimmst du gefälligst zurück. Gut, dann eben nicht. So, Schwester Hanna ist jetzt hier. Ah, Schwester Hanna, kommen Sie, kommen Sie. Gelobt sei Jesus Christus. So. Ja. Kann ich jetzt auf mein Zimmer gehen und weiterschreiben? Ich muss das dritte Drehbuch bis Montag abliefern. Können Sie das nicht an Ihrem Arbeitsplatz machen? Da werde ich doch ständig von Ihnen, ich meine, dauernd gestört. Schwester Hildegard, das ist ganz allein eine Frage der Konzentration und Disziplin. Aber bitte, wie Sie meinen, stellen Sie das Telefon auf mich um, aber Sie bleiben. Schwester Hanna. Ja. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie wir die neuen Aufgaben in Kaltental organisatorisch bewältigen können. Also, schauen wir uns das mal an. Mutterhaus, das bin ich. Kaltental, das sind Sie. Jetzt folgende Sparten. Seminare, die die Finanzierung der übrigen Projekte sicherstellen sollen, und Laden mit dem gleichen Zweck. Ihre Beratungsstelle und Ihre Jugendarbeit und schließlich Diverses. Und damit meine ich all die anderen Aufgaben wie Gemeindearbeit, Kindergarten etc. Können Sie mir folgen? Sicher. Gut. Dann wird Ihnen wie mir auch auffallen, dass das mit 5 Nonnen nicht zu schaffen sein wird. Ingrid ist mit Kindergarten und Buchhaltung voll ausgelastet. Schwester Gina im Pfarrhaus, Schwester Felicitas in der Beratungsstelle und Schwester Agnes kann unmöglich Laden und Haushalt allein bewältigen. Und dann die Seminare. Wie soll das gehen? Sie nehmen mir die Argumente praktisch aus dem Mund. Argumente? Wofür? Barbara ist aus London zurück und möchte wieder bei uns einsteigen. Nicht als Nonne natürlich, aber vielleicht als Laienschwester. Aus London zurück? Ja. Sie und ihr Mann haben sich getrennt. Oh. Im beiderseitigen Einvernehmen. Wie man so schön sagt. Ach, Barbara, Barbara. Das ewige Sorgenkind. Was wird mit der kleinen Elisabeth? Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Aber als ich hörte, dass Schwester Hanna heute hier ist. Aber bitte, bleiben Sie doch sitzen.
Können Sie mir sagen, was da vorgefallen ist zwischen Kaplan Meinrad und diesem Bauunternehmer Huber? Oh nein. Herr Wöller rief mich etwa vor einer halben Stunde an und behauptete, der Herr Kaplan hätte Herrn Huber beim Finanzamt angeschwärzt und das in aller Öffentlichkeit. Das ist alles maßlos übertrieben und stimmt so nicht. Das dachte ich mir. Und deshalb möchte ich Sie um 2-3 Stunden Asyl bitten. Herr Wöller ist nämlich schon unterwegs, um mich in die Mangel zu nehmen. Bei mir sind Sie sicher, Exzellenz. Bitte. Wenn ich Ihnen doch sage, die Mutter Oberin hat Termin mit Bischof Rossbauer. Na wunderbar. Da haben wir ja die ganzen Drahtzieher beieinander. Gott zum Gruße, Exzellenz. Darf ich Ihre überstürzte Flucht aus dem Ordinariat so verstehen, dass Sie mir aus dem Weg gehen wollen? Herr Wöller, bitte. Oh, Gott zum Gruße, Frau Reuter. Ich grüße Sie, Herr Wöller. Lassen Sie sich bitte einen Termin bei Schwester Hildegard geben. Aber wieso? Bringen wir die Sache doch hinter uns. Genau. Ich möchte, dass der Kaplan zur Rechenschaft gezogen wird. Meine Herrschaften, ich möchte wissen, was vorgefallen ist und was Sie damit zu tun haben, Schwester Hanna. Also ich habe nur indirekt damit zu tun. Nein. Herr Wöller, bitte. Da war der Herr Jedzinski, dieser polnische Schwarzarbeiter, der fast gestorben wäre, weil er nicht krankenversichert war. Ich weiß, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Kaplan Meinrad hat das zum Anlass genommen, in seiner Predigt, ohne Namen zu nennen, auf diese Missstände hinzuweisen. Leider war unter den Gläubigen auch ein Herr Feuchtwanger von der Steuerfahndung, der die Baufirma Huber schon länger in Verdacht hatte. Naja. Ich verstehe. Trotzdem eine peinliche Geschichte. Das können Sie laut sagen. Vielleicht macht man dem Huber den Prozess und er landet im Gefängnis. Das sei dem Herrn gegönnt. Und hoffentlich kriegt er auch eine gesalzene Geldstrafe. Frau Reuter! Das nenne ich Nächstenliebe. Dem Herrn Kaplan gehört ein Orden verliehen. Immerhin verdanken wir ihm, dass der Kauf des Klosters vereitelt wurde. Weil Herr Huber nämlich sein Geld selber braucht für seine Schulden beim Finanzamt. Ist es nicht so, Herr Wöller? Ach, wenn Sie glauben, dass Sie mir mit diesem miesen Trick den Wind aus den Segeln nehmen, dann haben Sie sich geschnitten, Frau Reuter. Trick? Ja. Sie tun ja gerade so, als hätten wir es absichtlich eingefädelt. Genau, das muss ich entschieden zurückweisen. Ich bin auf das Geld von Herrn Huber nicht angewiesen. Ich habe andere Quellen, die ich anzapfen kann. Und zwar welche, die nicht versiegt sind, Frau Reuter. Auch damit muss die Gemeinde erst mal einverstanden sein. Und wie ich höre, haben Sie keine Mehrheit im Gemeinderat. Noch nicht, ja? Aber wenn Huber im Gefängnis landet, dank Ihrer Intrige, dann ganz bestimmt. Ich darf mich verabschieden? Ich auch. Exzellenz, Frau Dr. Dr. Reuter, bitte nach Ihnen. Exzellenz, sagen Sie, hat Ihr Wagen automatisches Getriebe? Ich denke schon. Das sind alles hanebüchende Verdächtigungen, die entbehren jeglicher Grundlage. Ich bin Politiker, ich habe das Machbare im Auge. Machbare? Egal, ob dadurch das Leben eines Menschen ruiniert wird. Ruiniert? Ja. Aug um Aug, Zahn um Zahn, so steht es in der Bibel. So, und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe einen Termin. Ah, mit dieser Freifrau von Blauen. Und wenn? Wie ich höre, haben Sie sich in den Adelsstand erhoben und wollen die Burg Ihrer angeblichen Ahnen erwerben. In der Tat. Die Burg Hohenwöllern. Wolfgang Graf von Wöller. Also ehrlich. Dick fließt das Blut? Finden Sie das nicht ein bisschen peinlich? Ich kann nichts für meine Herkunft. Herr Wöller, Sie werden sich bis auf die Knochen blamieren, aber bitte, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Das haben Sie schön gesagt. Darf ich jetzt fahren? Oh. Bitte, Graf. Danke, Schwester. Verkehrsübungsplatz? Ja, ich habe mich erkundigt. Dort dürfen Anfänger mit einem erfahrenen Führerscheinbesitzer die Kunst des Chauffierens erlernen. Sie haben doch einen Führerschein. Ja, selbstredend, Herr aber... Herr Rossbauer, bitte. Jetzt lassen Sie mich doch nicht so hängen. Jeden Tag eine Stunde. Und abends kann Schwester Hildegard mit mir Verkehrsregeln pauken. Das Ganze ist doch überhaupt keine Affäre. An Tagen wie diesen frage ich mich manchmal, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn meine Eltern evangelischen Glaubens gewesen wären. Da bist du ja. Hast du Dr. Mertens erreicht? Nein, sie haben mich nicht hindurchgestellt. Guten Tag. Und ist alles gut gegangen? Ja, ja. Frau Klausner? Frau Klausner? Haben
haben Sie also doch? Ja. Oh, lassen Sie sich mal anschauen. Ja. Oh, darf ich? Das ist fantastisch. Was? Da sieht man überhaupt nichts mehr. Wovon denn? In München sind Sie auf Nasenkorrekturen spezialisiert. Da geht das ruckzuck. Oh, aber Ihre Nase ist doch wunderschön. Danke. Kann ich jetzt mit Ihnen allein sein? Agnes, bitte. Ja, ich muss sowieso noch in den Garten. Setzen Sie sich doch. Also, Sie wissen ja, dass ich diese Operation seit Jahren vor mir hergeschoben habe. Und also mein Mann war ja auch so dagegen. Und jetzt war er 2 Wochen weg und da habe ich mich getraut. Gut. Ich habe mein Leben lang unter dieser entsetzlichen Nase gelitten. Und er macht sich ja keine Vorstellung, was das für eine Frau bedeutet. Ich mag dich so, wie du bist, hat er immer gesagt. Aber das ist ja ganz unmöglich. Soll das heißen, er weiß nichts von der Operation? Nein. Aber es kommt noch schlimmer. Als ich ihn heute früh vom Flughafen abholen wollte, da habe ich ihn angelächelt. Und er hat zurückgelächelt und ist an mir vorbeigegangen. Er hat sie nicht erkannt? Nein. Das waren die schlimmsten Minuten meines Lebens. Na, das kann ich mir vorstellen. Aber irgendwann werden Sie es ihm sagen müssen. Nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht, jedenfalls nicht allein. Bruno kann so stur sein, so verletzend. Männer. Jetzt sitzt er wahrscheinlich auch schon zu Hause und fragt sich, wo ich bin. Können Sie nicht mitkommen? Gut. Ja, und das gesamte zur Burg gehörende Areal umfasst über 18 Hektar. Mhm. Nur die Gemeinde hat ein Zugangsrecht als Naherholungsgebiet. Mhm. Naja, und hier, so hat Burg Hohenwöllern mal ausgesehen. Aha, das ist ja das reine Märchenschloss. Hm. Ah, da sind Sie ja. Na, Sie sind gut, guten Tag. Wir waren bereits um 9.30 Uhr verabredet. Ich musste überraschend nach München. Zeigen Sie her. Wenn Sie das renovieren wollen, sind Sie pleite. Haben Sie nichts zu tun, Frau Labern? Hab ich. Ich hab. Das ist ja ein Traum. Wie sie jetzt aussieht, davon haben Sie kein Foto? Leider nicht. Das habe ich dummerweise Dr. Knebusch überlassen und vergessen, mir davon eine Kopie zu machen. Dem Zahnarzt? Ja. Ja, und sehr an dem Objekt interessiert. Können Sie mir sagen, warum sich ausgerechnet Zahnärzte ständig Burgen zulegen? Stimmt. Jetzt muss ich sagen, die Burg Heiligenberg hat sich auch ein Kieferchirurg aus Nürnberg gekauft. Aber meine kriegt er nicht, dieser Mundschuster, ist das klar? Nun ja, Sie müssen ihn nur überbieten. Er hat ja gemeine 350.000 geboten. Was? Wenn Sie 50.000 drauflegen, sind Sie im Geschäft. 400.000 für ein bisschen Steilhang und Krüppelkiefer. Ja, seien Sie froh, dass sie noch nicht weg ist. Noblesse oblige. Aber ich muss das Anwesen schon in Augenschein nehmen. Ja, selbstverständlich, kein Problem. Die Zufahrtsstraße ist nicht im allerbesten Zustand, aber um diese Jahreszeit, denke ich, gut befahrbar. Prima. Das darf ich behalten, ja? Selbstverständlich. Und wann, Herr Wöller, darf ich denn dann mit Ihrer Entscheidung rechnen? Boah, eigentlich steht meine Entscheidung fest. Ich muss nur noch die Herren vom Gemeinderat ins Gebet nehmen. Gut, wie Sie meinen. Aber nicht, dass Ihnen Dr. Knebusch zuvorkommt. Keine Sorgen. Ah, der Lottokönig. Kann ich Sie kurz sprechen, Herr Wöller? Kurz. Frau Labern, haben Sie die Frau von Plauen erreicht? Ja. Und auf Ihr Augen. Sie möchten sie von ihrer Yoga-Session abholen. 14 Uhr, Heimaranstraße 13. Sehr gut. Kommen Sie. Ich hoffe allerdings, dass Sie mich nicht mit irgendwelchen illegalen Bauvorhaben belämmern. Nein, es geht um meinen Lottogewinn. Die 132.000. Das heißt 82.000. Ja, was nun? 82.000. Ich weiß nämlich nicht, was ich damit machen soll. Anlagetechnisch, meine ich. Der Herr Traugott von der Sparkasse hat mir irgendwelche Sparbriefe andrehen wollen, aber das rentiert sich ja kaum. Also, Maya, Ihre Sorgen möchte ich haben. Entschuldigen Sie mal, 82.000. Das ist für unser einen ein Haufen Geld. Also gut. Weil Sie es sind, will ich Ihnen meine unfehlbare Methode verraten. Kommen Sie mal rum. Hier haben wir die wichtigsten Kurse von der Frankfurter Börse. Gott, sind das viele. Wie wollen Sie da den Besten rausfinden? Damit? Nehmen Sie es in die Hand.
Ja, Pfeilspitze nach unten, ausgestreckter Arm, Augen zu und fallen lassen. Was? Fallen lassen. So. VSB, Vereinigte Süddeutsche Betonwerke, Kurs vorgestern, 18,50 Euro heute. 18,81 Euro. Ja. Also wenn Sie vorgestern zu mir gekommen wären, hätten Sie 31 Cent pro Aktie gut gemacht. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Nein. Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass wenn ein Schimpanse Pfeile auf die Kurse wirft, er genau die gleichen Chancen hat wie der gewiefteste Anlageberater. Aber bitte, es ist Ihr Geld. Aber Sie wissen jetzt zumindest, wie Wurmlöcher in Antiquitäten kommen. Wie? Kleiner Scherz, Herr Meier, vergessen Sie es. So, und jetzt kümmern Sie sich wieder um die Sicherheit der Kaltenthaler Bürger. Herr Kaplan, Bischof Rossbauer ist am Telefon. Er müsste Sie dringend sprechen. Dann geht es also los. Wie meinen Sie? Wo ist Schwester Gina? Im Kindergarten? Ja. Aber was geht los? Die Geschichte mit Huber zieht die üblichen Kreise. Vielleicht ruft morgen schon der Papst bei uns an. Jedenfalls können Sie Gina ausrichten, dass sie wieder hier arbeiten kann. Ich glaube kaum, dass ich hier noch länger bleibe. Wieso? Bischof Rossbauer hat mir angeboten, einen Platz in der Mission für mich zu suchen. Oder ich gehe ins Kloster wie Sie. Herr Kaplan, jetzt geben Sie doch nicht so schnell auf. Gut, Gina ist verliebt in Sie, aber das legt sich, das weiß ich. Geben Sie ihr noch ein paar Wochen. Ja, ich warte jetzt eine geschlagene Stunde auf die Freifrau. Sind Sie sicher, dass Sie sie richtig verstanden haben? Nein, Sie haben gesagt, Heimerer Straße 14. Mein Gott, auch das noch. Herr Wöller, Sie schickt der Himmel. Bitte, Schwester, ich flehe Sie an, tun Sie mir einen Gefallen. Ich erwarte jeden Augenblick die Freifahrt vom Blauen. Oh. Und ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, wir beide wären siamesische Zwillinge. Herr Wöller, ich habe vorhin noch mal über unsere Auseinandersetzung nachgedacht. Finden Sie es nicht eine völlig sinnlose Kraftverschwendung, wenn wir uns ständig auf Gegenkurs bewegen? Ja, dann schwenken Sie endlich auf meinen Kurs ein und fahren Sie weiter. Da kommt Ihre Angebetete. Ah, da sind Sie ja. Wir sehen uns nachher im Rathaus. Ja, fahren Sie weiter. So schnell gebe ich nicht auf. Fahren Sie weiter. Ich dachte schon, bitte, ich hätte... nicht so laut. Sie verpasst. Nach dem Yoga sind meine Chakras immer sehr empfindlich. Jawohl, selbstverständlich, Entschuldigung. Bitte, darf ich, geh mal vor. Ach, das ist doch diese nette Schwester. Nett, ja, vergessen Sie es, bitte. Ja, das ist jetzt eigentlich schade mit Ihren Chakras, weil ich wollte Ihnen eigentlich die 12-Kanal-Stereoanlage vorführen. 120 Watt. Wenn ich die aufdrehe, fallen die Vögel vom Himmel. Bitte nicht. Fahren Sie mich einfach nach Hause. Aber ja. Ist das nicht ein herrlicher Tag? Eigentlich viel zu schade, um zu Hause rumzusitzen. Finden Sie nicht auch? Moment! Wo fahren Sie denn hin? Zu meinem Schloss geht's doch da lang. Ja, ich weiß, aber es ist eine kleine Überraschung, dauert nicht lange. Herr Wöller, das ist Kidnapping. Das ist Entführung aus dem Serail allenfalls. Ich meine, kleinen Gefallen können Sie mir schon erweisen, oder? Ich habe eine CD von der Holzhacker Bierblasen drin, die übrigens heute Abend bei der 100-Jahr-Feier vom Kleintierzüchterverein zum Tanz aufspielen. Wenn Sie möchten, könnten wir da das Tanzbein schwingen. Schauen Sie lieber auf die Straße. Oder wollen Sie uns umbringen? Nein, aber was für ein schöner Tod. In Ihren Armen, sozusagen. Lieber schon mal vor. Ich warte hier so lange, bis Sie ihn drauf vorbereitet haben. Frau Klausner, ich glaube wirklich, Sie machen sich völlig unnötige Sorgen. Welcher Mann wünscht sich nicht eine Frau, die besser aussieht? Sie kennen meinen Bruno nicht. Na schön. Ich kann mich ja nicht ewig vor ihm verstecken. Genau.
Bruno? Vielleicht ist er in der Firma. Nein, nein. Er hat bis Montag frei, hat er gesagt. Ah, vielleicht ist er was einkaufen gegangen. Ich war ja über eine Woche weg. Das ist furchtbar, nicht? Dass ich mit der Nase überhaupt einen Mann abgekriegt hatte, wäre ein Wunder, meinte mein Vater. Dabei habe ich die Nase von ihm geerbt. Naja, was machen wir denn jetzt? Kann ich Ihnen irgendwas anbieten? Oh ja, ich... Ursula? Herr Klausner, Ihre Frau hat mich gebeten... Danke. Wo warst du denn? Ich komme gerade von der Polizei, ich dachte schon. Na, kriege ich denn kein Küsschen? Kuckuck. Sieht klasse aus, nicht? Doch, oder? Das ist aber nicht mehr meine Frau. Bruno, bitte. Sie müssen ihm etwas Zeit lassen. Der kriegt sich schon wieder. Ich geb's auf. Ich fahre zu meiner Mutter und da kann er mich abholen, wenn er sich beruhigt hat. Ah, das werden Sie nicht tun. Was tue ich denn dann? Uns wird schon irgendwas einfallen. Wie ich die Männer kenne, weint er jetzt erstmal in ein paar Biere und dann... Dann kommt er betrunken nach Hause und dreht durch. Das kenne ich. Na gut, dann... Dann kommen Sie jetzt einfach mit mir mit. Ihr Wagen steht ja sowieso bei uns. Schreiben Sie ihm einen Zettel, dass Sie im Kloster sind und dann ziehen wir weiter, ja? Sie dürfen jetzt nicht aufgeben. Er liebt Sie. Und irgendwann wird er begreifen, dass ein Mensch nicht nur aus seiner Nase besteht. Hm? Überraschung! Voilà. Aha, und? Was soll das? Wir Adeligen wussten immer schon, wo es am schönsten ist. Wir Adeligen? Ja. Mist. Jetzt habe ich mich verplappert. Das sollte ja eigentlich die Überraschung sein. Bitte? Wolfgang Graf von Wöller. Vormals Hohenwöllern. Und das ist die Burg meiner Ahnen. Sie glauben mir nicht? Ja, bei den Bauernkriegen gab es dann ein paar Probleme und dann ist nur noch Wöller übrig geblieben. Soll das ein Witz sein? Wenn ja, dann ist es der geschmackloseste, den ich in meinem Leben gehört habe. Nein, nein. Professor Kussmaul, dieser renommierte Ahnenforscher, der hat das erbarmungslos recherchiert. 300 Euro hat mich der Spaß gekostet. Alleine 200 für die Heraldik, für dieses kleine Wappen da. Ja, die Hohenwöllern, das waren schon richtige Haudegen. Haudegen? Ja, so sind wir nun mal. Und ich trage mich mit dem Gedanken, die Burg meiner Vorfahren im alten Glanz neu erstrahlen zu lassen und Ihnen, liebe Freifrau, zu Füßen zu legen. Hohenwöllern, imposant, ja, doch. Die Burg war während der Bauernkriege belagert und wurde ziemlich geschleift. Jetzt endlich fahren, Herr von Hohenwöllern. Wie? Fahren. Ja, natürlich. Nein, der Bischof. Aber nicht wegen mir. Nein, wegen der Predigt vom vorletzten Sonntag, als er den Huber an den Pranger gestellt hat. Oh nein, deswegen wird er nicht so schnell aufgeben. Ich bin schuld. Jetzt red dir das bloß nicht ein, Gina. Wo ist er jetzt? Ich muss ihm das ausreden.
Er war so glücklich hier, endlich eine Gemeinde zu haben und als Seelsorger arbeiten zu können. Und nicht als Lehrer oder so. Ja. Oh, ist das für mich? Das ist aber lieb. Ich will meinen Job zurück, Gina. Das ist doch für uns beide die beste Lösung. Du bist den Traum deiner schlaflosen Nächte los und ich kann wieder mit den Kindern arbeiten. Meinst du nicht auch, ich würde lieber im Pfarramt arbeiten? Ich kann doch einem solchen Mann nicht seinen ganzen Beruf vermiesen. Ich geb's auf. Herr Gott, nochmal. Gehen Sie ans Steuer und ich versuche zu schieben. Nichts dergleichen werde ich tun. Sie rufen mir jetzt ein Taxi und dann lassen Sie meinen Wagen abschleppen und zwar auf Ihre Kosten. Jetzt machen Sie doch nicht so eine Staatsaffäre, weil das kriegen wir doch wieder flott, den Wagen, ja? Wir Adeligen. Wir bestehen doch aus Stolz, Wagemut und Fortune. Fortune. Hohenwöllern. Was sagt's denn? Wir sind wieder flott. Herein. Sie? Ich brauche Ihre Hilfe, Herr Doktor. Bitte nicht schon wieder, Schwester. Doch. Es gibt auch noch andere Ärzte in Kaltental. Aber Sie sind der Beste. Und teuerste. Ja. Und wenn Sie mitmachen, dann setzt das ein Zeichen für alle anderen. Mitmachen? Wobei? Bei unserem Projekt. Eine Beratungsstelle für sozial schwache Menschen, die zum Beispiel aus irgendeinem Grund durch die Maschen der Krankenversicherung gefallen sind. Was denn noch alles? Herr Doktor, es gibt über 7 Internisten in Kaltental. Und wenn alle mitmachen, dann heißt das, dass jeder nur einmal in der Woche dran wäre. Und das allenfalls für eine Stunde lang. Nein. Eine Stunde nur, Herr Doktor. Eine Stunde, in der Sie die Chance haben, der Gesellschaft etwas von dem zurückzugeben, was Ihnen so reichlich geschenkt wurde. Mir wurde mit Verlaub gar nichts geschenkt. Ich habe mir das alles selbst erarbeitet. Natürlich. Herr Doktor. Nein. Schwester Felicitas würde Sie und Ihre Kollegen nur in dringenden Fällen in Anspruch nehmen. Bagatellsachen kann sie selbst bewältigen. Sie war über 40 Jahre in der Klinik tätig, auch im OP. Bitte. Also gut. In Gottes Namen. Genau. In Gottes Namen. Danke. Raus. Den Wagen lasse ich selbstverständlich waschen und Ihre Kleidungsstücke werden gereinigt. Nehmen Sie diesem Herrn die Autoschlüssel ab und sorgen Sie dafür, dass mich nie mehr belästigt. Sehr wohl, gnädige Frau. Frau von Blauen, das kann doch unmöglich Ihr letztes Wort sein. Die Schlüssel bitte. Frau Labern, schicken Sie mir umgehend ein Taxi zum Schloss Blauenberg. Und dann rufen Sie diesen Immobilienfritzen an. Der kann sich seine Burg in die Haare schmieren. Ende. Von Hohenwöllern. So eine Pleite. Es muss immer alles nach seiner Nase gehen. Aha. Haben Sie nicht einen heimlichen Verehrer in der Stadt? Also hören Sie mal. Ja, ich meine, mit dem wir ihn ein bisschen eifersüchtig machen können. Einen Lehrer in der Schule vielleicht. Nein. Was ist denn da passiert? Naja, dreimal dürfen Sie raten. Der Herr Huber ist ja fies. Könnten Sie mich vielleicht an der evangelischen Kirche absetzen? Ja, ja. Ich wollte mich noch von den Kollegen dort verabschieden. Verabschieden? Soll das heißen, Sie wollen alles hinwerfen? Wegen Herrn Wöller und Herrn Huber? Hinwerfen ist nicht der richtige Ausdruck. Wissen Sie, Schwester, ich wollte schon immer mal ins Ausland.
Nur bisher ist mein Wunsch bei Bischof Rossbau auf taube Ohren gestoßen. Das hat sich jetzt schlagartig geändert. Eigentlich sollten Sie mir gratulieren. Ja, also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir sparen können, mich bei Bischof Rossbauer für Sie einzusetzen. Trotzdem danke. Na, kommen Sie. Darf ich vorstellen, Kaplan Meinrad, Frau Klausner. Guten Tag. Ja, guten Tag. Wo fahren wir denn jetzt noch hin? Ach, bring den Herrn Kaplan nur noch schnell an der evangelischen Kirche vorbei. Da sind Sie ja, euer Hochwohlgeboren. Hören Sie auf damit, ja? Sie zündeln mit einem Vulkan, der kurz vor der Explosion steht. Vulkan? Wieso? War das nichts mit der Burg Ihrer Ahnen? Ja, ein Desaster, Frau Lahmann. Ich brauche jetzt einen Moment, um mich von meinen zertrümmerten Träumen zu trennen. Also, möchte die nächste Stunde nicht gestört werden. Ach, da bist du ja endlich, sag mal. Das kannst du doch nicht machen, die Kleintierzüchter hängen lassen. Und das bei ihrem Hundertsten. Ich kann noch was anderes. Nämlich dich von Frau Laban vor die Tür setzen lassen. Wie du meinst? Dann werde ich eben dem Oberregierungsdirektor König stecken müssen, dass der Herr Bürgermeister sich einen Dreck um seine treuesten Wähler schert. Was? Der König kommt auch? Ja, was denkst du denn? Der ist sozusagen der Schutzpatron von dem Verein. Aber bitte, es ist dein Kopf, der rollen wird, nicht meiner. Kleintierzüchterball. Ja, muss ich denn auf jeder Hundehochzeit tanzen? Na gut, bitte. Dann gehe ich halt. Aber Sie kommen mit. Ich? Ja, Sie. Oder glauben Sie, ich tanze da solo? Ja, das werden Sie wohl müssen. Ich kann nicht. Ah, da habe ich ja Glück gehabt. Sie sind da, obwohl Ihr Wagen nicht unten steht. Gratuliere. Sie haben es geschafft. Der Herr Kaplan packt seine 7 Sachen. Frau Laban, können Sie der Dame bitte sagen, dass ich nicht zu sprechen bin, und zwar unmissverständlich? Der Herr Kaplan geht. Ja. Da schämen Sie sich denn nicht? Na gut, da tage Sie im Eimer. Dann gehe ich eben zu diesem kleinen Tierzüchterball. Das heißt... Würden Sie mit mir das Tanzband schwingen? Was? Ja, Sie hüpfen doch sonst so gerne rum in Ihrem Ballettoutfit. Hören Sie nicht auf ihn. Er meint es nicht so. Na, vergessen Sie es. Moment mal. Soll das heißen, Sie suchen eine Partnerin für den Ball? Erraten. Ja, wunderbar. Ich hätte da eine Kandidatin für Sie. Sie? Wie denn das? Gut aussehend, gebildet und frei. Heute Abend. Aha. Und wo ist der Haken? Sie rufen bei Bischof Rossbauer an und bügeln die Sache mit dem Kaplan irgendwie wieder aus. Ich kaufe nicht die Katze im Sack. Okay, dann kommen Sie mit. Die Dame sitzt unten bei mir im Wagen. Wiedersehen, Frau Laban. Wiedersehen. Unten im Wagen? Wie das denn? Ja, das erzähle ich Ihnen unterwegs. Na, kommen Sie. Nur Mut. Nur Mut? Jetzt warten Sie doch, bis Sie sie gesehen haben. Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Kommen Sie. Darf ich vorstellen? Bürgermeister Wöller, Frau Klausner. Guten Tag. Angenehm. Ich habe gehört, Sie suchen einen Partner für heute Abend, um Ihrem Mann eine kleine Lektion zu erteilen. Nun ja. Der Kleintierzüchterball. Das wäre doch ideal. Ich fahre Sie schnell nach Hause, Sie ziehen sich was Schickes an. Und ich hole Sie Punkt 19 Uhr ab. Und wo? Also, ich weiß nicht. Ein Mann, der nicht begreift, was er für eine tolle Frau zu Hause hat, der verdient sich anders. Und für mich wären Sie der Höhepunkt des Tages, nachdem mein Tag nicht so prickelnd verlaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn Sie wissen, was ich meine. Also gut. Prima. Also, dann bis später. Und wo? Ich komme zum Ochsen. Ich gehe schon mal vor. Aber Sie rufen den Bischof an. Er geht jetzt schon zum Ochsen? Aber Sie haben ihm nichts von meiner Nase erzählt. Nein, wo denken Sie hin? Ich habe nur gesagt, dass Sie Ihrem Mann eine Lektion erteilen wollen. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass er es auch erfährt. Habe die Ehre, Herr Bürgermeister. Und zum Gruß, Herr Kickert. Erika, machst du mir ein schnelles Weißbier? Ich brauche was für mein Nervenkostüm. Sie sitzen auf meinem Platz. Ist es trotzdem gestattet? Bitte. Sehr freundlich. Ach,
hier. War das ein Tag heute. Weiber, ich sage Ihnen, da macht man was mit. Das können Sie laut sagen. Ach, Sie auch? Ich liebe meine Frau, nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Nein, nein, aber ich meine, genau das ist das Problem. Wir lieben die Frauen, aber die Frauen uns nicht. Das heißt, es gibt natürlich Männer, die haben zu Hause die tollste Frau, ja? Und statt jeden Morgen dem Himmel dankbar zu sein, ja, auf Knien zu danken, was machen die Kerle? Nur Terror, ne? Und dann wundern sie sich, wenn die Frau mit dem nächstbesten fremd geht. Ist das so, oder? So, bitte. Danke, Erika. Ich nehme auch noch eins. Sie haben genug, sonst muss ich Ihnen den Autoschlüssel wegnehmen. Den Wagen hat meine Frau. Ah, na dann. Wie dem auch sei, Herr Nachbar, ich sage nur, das beste Mittel gegen eine Frau ist eine andere Frau. Wirklich? Ja, ich räume das Feld. Aber bitte, machen Sie sich deswegen keine Vorwürfe. Doch, ich bin schuld. Und das tut mir leid. Ob Sie es glauben oder nicht, aber meine Entscheidung hat nichts, aber auch gar nichts mit Ihnen zu tun. Sie haben sich da in etwas hineingesteigert, das ist alles. Also, seien Sie froh, dass ich gehe. Bin ich aber nicht. Hätte ich bloß nichts gesagt. Schwester, Liebe ist ein wunderschönes Gefühl. Und unerfüllte Liebe ist die schönste von allen. Also genießen Sie es, denn sie wird vergehen. Wie alles andere auch. Leben Sie wohl. Ursula, wo bist du denn? Ursula! Kleintierzüchterverein? Im Ochsen? Herzlich willkommen. Hier haben wir Sie. Ihre Prachtburschen, darunter der Sieger vom letzten Jahr, von diesem Jahr und sogar ein Landesmeister. Da kann man natürlich als Politischer auch neidisch werden, müsste man nicht immer Möhrchen essen. Also kleiner, und unter Umständen hier sogar auf der Speisekarte im Ochsenland, aber das war ja ein kleiner Scherz am Rande. Ich schweife ab, wir sind ja eigentlich zusammengekommen, um das 100-jährige Bestehen Ihres Kleintierzüchterverbandes Kaltental zu feiern. Und da ist es für mich als Bürgermeister dieser Stadt eine besondere Ehre, Sie auch im Namen des Oberregierungsdirektors König recht herzlich willkommen zu heißen, der uns gleich beehren wird, aber auch im Namen der Vereinsleitung. Ich habe jetzt die große Freude, diesen Ball mit einer bezaubernden Partnerin zu eröffnen. Meine Herren, alles Walzer! Moment mal. Ach so. Sie sind der von ihr. Wie war das noch gleich? Das beste Mittel gegen eine Frau ist eine andere Frau? Genau. Aber nicht mit meiner. Oh. Bruno! Komm. Hör doch nicht auf die Nase. Bruno, nun hör doch mal auf, mich hier so durch die Gegend zu zerren. Bruno! Weißt du, es gibt Trottel, die merken gar nicht, was für eine tolle Frau sie haben. Ach,
Soll das heißen, du verzeihst mir? Nein. Ich bitte dich, dass du mir verzeihst. Kriegt man ja direkt Lust, selber mitzumachen. Beherrschen Sie sich, ja, Herr Meier? Ich habe die Schuhe spendiert. Das wissen wir. Ach, Sie. Ja, ich. Ist die Kreuzutter da drin? Wer? Schwester Hanna. Ja. Oh, eins auf die Nase gekriegt. Darf ich Ihre künstlerische Darbietung mal kurz unterbrechen? Ich muss nicht sprechen. Ja, nein. Ihnen passiert. Unter vier Augen, kommt. Geben Sie doch zu, dass Sie mich kaltblütig ins offene Messer haben laufen lassen. Offene Messer? Der Mann ist aufgetaucht von der Frau, die Sie mir untergejubelt haben. Rest können Sie sich vorstellen. Soll das heißen, die beiden haben sich versöhnt? Auf meine Kosten. Ja. Oh, war ja. Das tut mir aber leid. Ja.